Ich heiße dich jetzt herzlich willkommen hier zu dieser neuen Podcast-Folge. Und ich wollte dich dazu einladen, an allererster Stelle mal, falls du es bisher noch nicht getan hast, diesen Podcast zu bewerten. Du kannst dir gerne auf Spotify mir eine Bewertung da lassen. Im besten Fall natürlich, falls es dir gefällt, eine 5-Sterne-Bewertung. Kannst mir gerne aber auch ein Feedback da lassen, wie dir die ganze Folge gefällt, was du dir gerne auch wünschen würdest. Du würdest mir unglaublich stark damit helfen, mit deinem Support, wenn du die Folge teilst, wenn du sie bewertest. Einfach aus diesem Grund, weil ich dir hier einen Mehrwert liefern möchte, ich dir kostenlos meine Zeit zur Verfügung stelle und ich mir einfach wünsche, dass meine Message, wenn sie dir weiterhilft, an mehrere Leute nach außen gehen kann. Deswegen würde ich mich von Herzen freuen über deinen Support und wünsche dir jetzt viel Spaß in dieser neuen Podcast-Folge. Ich heiße dich jetzt hier herzlich willkommen bei Explore Yourself, deiner neuen Podcast-Folge, die ich jetzt hier live aus Portugal gerade für dich aufnehme. Ich komme gerade vom Strand zurück, habe am Strand gesessen und hatte dadurch die Inspiration gehabt, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich glaube, ich habe auch einen leichten Sonnenbrand bekommen, bin ein bisschen rot im Gesicht auf jeden Fall. Und ja, ich war einfach inspiriert davon, weil ich die letzten Tage gerade hier, vor allem wo ich in Portugal unterwegs bin, ich bin jetzt seit circa 3 Wochen hier, werde jetzt noch 3, 4 weitere Wochen hier in Portugal bleiben und plane jetzt gerade für mich, wie es weitergeht. Und eine Frage, die sich mir die ganze Zeit in letzter Zeit stellt und die ich dir hier in dieser Podcast-Folge mitgeben möchte, ist: Bist du glücklich? Und diese Frage klingt erstmal so banal und man denkt sich dann immer wieder, die habe ich schon oft gehört. Aber warum ich diese Folge oder aus welcher Inspiration ich diese Folge aufnehme, ist einfach der Punkt, schau, ich bin jetzt ein Mensch, ich habe mich jetzt dazu entschieden, vor knapp 2 Jahren meinen Job zu kündigen, auf Reisen zu gehen, mich selbstständig zu machen, Menschen dabei zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen, den Mut zu haben, ihren eigenen Weg zu gehen, sich auszuprobieren. Und für viele sieht das von außen erstmal so aus, ja, der Michael macht sein Ding und das ist geil und der lebt von außen das, was er so möchte. Aber du musst immer wissen, das, was ich lebe oder das, was andere Menschen leben, heißt nicht immer direkt, dass das für dich in deinem Leben wichtig ist oder richtig ist. Aber es gibt einen Weg, der für dich bestimmt ist. Es gibt einen Weg, der dich glücklich macht. Und das Allerwichtigste ist immer wieder, und das merke ich jetzt in den letzten 2 Jahren, wo ich auf Reisen bin, es gibt Länder, die gefallen mir gut, es gibt Länder, die gefallen mir nicht so gut, es gibt Orte, Situationen, wo ich gerne auf Reisen bin, wo ich weniger gerne auf Reisen bin. Sich ehrlich diese Frage beantworten zu dürfen. Bin ich da, wo ich gerade bin, glücklich? Und Glück hat nichts damit zu tun, ob du glücklich bist, ob du jetzt auf Reisen bist. Du kannst auf Weltreisen sein und kannst unglücklich sein. Du kannst in der Selbstständigkeit sein und kannst unglücklich sein. Du kannst in der Partnerschaft sein und kannst unglücklich sein. Du kannst aber auch Single sein und kannst unglücklich sein. Du kannst in einem Angestelltenverhältnis sein und kannst unglücklich sein. Und umgedreht genauso. Du kannst reisen sein und kannst glücklich sein. Es kann überall das eine und das andere existieren. Deswegen gibt es auch keinen perfekten Lebensweg in deinem Leben, der für dich bestimmt ist oder wo man sagt, der ist für dich jetzt richtig, nur weil andere Menschen den leben. Es gibt aber einen Weg, den du für dich herausfinden kannst, der stimmig sein kann. Und es muss auch nicht nur das eine sein, es muss auch nicht nur das andere sein. Es können auch verschiedene Situationen sein, die zusammen gemixt werden, die zusammengeführt werden, aus zum Beispiel einer Selbstständigkeit, einem Angestelltenverhältnis, aus eine Beziehung, dass du trotzdem aber dann Freiraum für dich hast. Es gibt Menschen, die leben in einer Beziehung, aber trotzdem in den eigenen Wohnungen. Und du musst nicht mit dem zusammenziehen, nur weil du in einer Beziehung bist. Du musst auch nicht nur eine Weltreise machen, sondern du kannst es auch geteilt machen. Es gibt so viele Konzepte und Möglichkeiten da draußen, mit denen man leben kann. Die Frage ist aber, was bedeutet für dich selbst Glück? Wann bist du glücklich? Wann bist du für dich selbst erfolgreich? Für den einen bedeutet es vielleicht, dass er einen Job hat, der monatlich regelmäßig ein gutes Einkommen reinbringt, weil er jeden Monat, keine Ahnung, 3, 4, 5.000 Euro zum Beispiel möchte. Für den anderen ist Erfolg und Glücklichsein einfach nur, dass er vielleicht seine Fixkosten abdecken kann. Der hat vielleicht Ausgaben im Monat von 1.000 Euro, 1.500 Euro, und wenn er so viel im Monat verdient, aber dafür seine komplette Freiheit erlangt, also bedeutet, dass er sich entscheiden kann, wann und wo er arbeitet, wie er arbeitet,
Und für den es dann vielleicht auch kein Problem ist, dass er am Abend ins Bett geht und nicht weiß, wie viel er im Monat verdient, dann kann das diese Person auch erfüllen oder glücklich machen. Deswegen möchte ich dir hier in dieser Folge einfach den Punkt mal mitgeben, dass du nicht nach dem strebst, was andere Menschen leben, wie andere Menschen ihr Leben für richtig halten, erachten, für richtig erfinden, sondern was macht dich jetzt gerade in deinem Leben glücklich? Und was fehlt vielen Menschen dazu? Es ist unglaublich wichtig, wenn du dir diese Frage stellst, dass du dich darauf besinnst, wo du jetzt gerade stehst, was jetzt gerade der Fall ist. Und schau, wir leben in einer Welt, in der wir uns so stark mit der Sicherheit identifizieren oder mit Angst identifizieren, bedeutet, wir denken die ganze Zeit darüber nach, was könnte in 3 Jahren sein, in 2 Jahren sein, in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren sein. Wie war es denn vor 3 oder 5 Jahren? Bedeutet, wir leben in unserer Vergangenheit, wir leben in unserer Zukunft, aber nicht im Hier und Jetzt. Aber was macht dich denn jetzt gerade glücklich in deinem Leben? Vielleicht ist es jetzt gerade eine Reise, die du schon immer mal machen wolltest. Vielleicht ist es jetzt gerade einen Menschen, den du schon immer mal sagen wolltest, wie gern du ihn hast. Was auch immer es für dich ist. Aber geh mal davon aus, was dich jetzt gerade in deinem Leben glücklich macht. Komm mal im Jetzt an, in diesem Moment, bei dir selbst. Und lebe diesen Moment auch ein Stück weit mehr. Natürlich sollte man die Zukunft nicht immer aus den Augen verlieren. Aber ich bin ein großer Fan davon, sich bewusst Zeit zu nehmen, mal in die Zukunft zu gehen und bewusst die Zeit zu nehmen, mal in die Vergangenheit zu gehen, weil ich mir zum Beispiel jetzt gerade sage, hey, ich möchte jetzt gerade an einem Thema arbeiten und geh da mal rein. Aber wenn du nicht daran arbeitest und wenn du nicht bewusst da reingehst, solltest du lernen, dich im Hier und Jetzt wiederzufinden und dieses Leben im Hier und Jetzt zu leben. Ja, weil es ist dieses Leben, was dich dann am Ende glücklich macht. Es ist dieser Moment. Es ist dieser Moment, wo du vielleicht am Strand sitzt. Es ist dieser Moment, wo du mit deinem Kind spielst. Es ist dieser Moment, wo du mit deinem Kunden sprichst. Es ist dieser Moment, wo du in einem Café sitzt und einen Kaffee trinkst. Es ist der Moment, in dem du dein Leben wahrnimmst und lebst. Und viele sagen zwar immer wieder, es ist nicht möglich, nur im Moment zu leben, doch es ist das. Es ist aber möglich, bewusst in die Zukunft der Vergangenheit zu gehen. Und aus diesem Grund möchte ich dich nochmal dazu einladen, dir die Frage jetzt gerade zu stellen, dir mal alles aus dem Weg zu legen, alles aus der Hand zu legen, vielleicht ein Notizbuch herzunehmen und mal hinzuschreiben, bin ich gerade glücklich. Und dir diese Frage wirklich ehrlich zu beantworten. Wenn du dir die Frage beantwortet hast, dann lass einfach mal deine Gedanken spielen, was hält dich denn aktuell gerade davon ab, wirklich glücklich zu sein. Und auch hier lade ich dich dazu ein, radikal, offen und ehrlich zu dir selber zu sein, weil das Einzigste, was dein Leben beeinflusst, bist immer du selbst. Es kann dich kein anderer Mensch unglücklich machen. Es kann dich kein Job unglücklich machen. Es kann dich keine Tätigkeit unglücklich machen, die du tust. Es bist immer du selbst, weil du die Verantwortung zu übernehmen hast für dein Tun, für dein Handeln, mit wem du dich umgibst, für deine Gedanken, die du denkst. Du bist dafür verantwortlich. Wenn du das greifst für dich, dass du verantwortlich für dich selber bist, bist du auch für die Frage verantwortlich und für das Ergebnis der Frage, bin ich jetzt gerade glücklich? Und wenn du es nicht bist, dann lade ich dich dazu ein, von Herzen, veränder was daran. Weil du weißt nicht, wie lange du die Möglichkeit hast, dich selbst glücklich zu machen. Yes. War eine kleine Inspiration, die ich einfach mitnehmen wollte aus meiner Strand. Session, wo ich mich in die Wellen reingeschmissen habe, wie ein kleines Kind und habe total in den Wellen gespielt. War schön gewesen. ja, genau. Und deswegen lade ich dich von Herzen ein, wenn du jetzt merkst, hey, in deinem Leben, du willst jetzt dann, da kommt so eine Antwort hoch von, nee, bin ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, was ich verändern möchte. Ich weiß auch nicht, was mich glücklich macht. Dann kannst du dich sehr gerne unten in den Links für ein kostenloses Erstgespräch bei mir eintragen. Von Herzen gerne. Bin ich immer wieder für dich da, um mit dir zu sprechen, um mich mit dir auszutauschen. Wenn du einzelne Fragen hast, kannst du dich auch sehr gerne bei mir auf Instagram melden. Bin ich natürlich auch sehr, sehr gerne immer wieder für dich da. Mein Ziel ist es einfach, dass du
erkennst, was für ein Wunder du bist, dass du erkennst, dass du dein Leben verändern kannst, wenn du es in die Hand nimmst, dass du erkennst, dass du der Schöpfer deiner eigenen Realität bist. Yes. Ich sende dir auf jeden Fall eine ganz feste Umarmung raus. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Much Love geht raus an dich. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Dein Michael, mach's gut und ciao, ciao.